Heute sind wir ständig im Netz unterwegs und dabei geben wir viel über uns preis. Allerdings möchten wir nicht, dass das, was wir preisgeben, in die falschen Hände gelangt. Um hier Vorkehrungen zu schaffen und Schutzvorrichtungen zu errichten, ist es eben wichtig, dass der Begriff gewährleistet ist. Es handelt sich um das Verhindern vom nicht autorisierten Zugang auf ein System oder eine Anlage, sei es jetzt um die Anlage zu manipulieren oder jetzt Daten oder Firmengeheimnisse zu entwenden. Jeder weiß es im Internet, wir kaufen im Internet, wir bestellen im Internet und geben unsere Daten preis, wir bezahlen mit Kreditkarten und alle diese Daten bewegen sich im großen, weiten Netz und wir wollen natürlich sicherstellen, dass unsere Daten auch sicher transportiert werden und keine fremden Leute Eingriff nehmen zu unseren an unseren Daten. Das Internet und gerade ein Smartphone mit vielen Apps bieten natürlich tolle Möglichkeiten. Man ist immer online, man ist mit all seinen Freunden auf der ganzen Welt vernetzt. Aber oft ist es leider so, da wo tolle Möglichkeiten sind, gibt es auch entsprechende Gefahren. Und man muss wissen, das Internet vergisst nichts. Das hat natürlich Auswirkungen auch auf die Arbeiten in den Sicherheitsgremien, die klassischerweise schon mit dem Thema beschäftigt sind, aber es gibt auch zunehmend den Bedarf, hier neue Gremien zu gründen, die speziell sich mit diesem komplexen Thema der sicheren Datenübertragung beschäftigen. Stell dir vor, du hast eine neue Freundin im Internet kennengelernt, du chattest mit ihr, was du so am Tag gemacht hast, was deine Vorlieben sind, was du nächstes Wochenende machen möchtest und das sollte natürlich nicht gleich die ganze Welt wissen. Deshalb ist das Thema wichtig.